Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder zu einer lang ersehnten neuen Folge von Battlefield 5. Ich wurde auch schon oft gefragt, wann kommt mal wieder Battlefield. Und Battlefield kam jetzt, glaube ich, schon über einen Monat nicht mehr, vielleicht sogar noch länger. Ihr seht meine Spezialaufträge immer noch mit Firestorm Forever, ja, also es ist schon lange her. Aber seit dem letzten Update Pazifik hat sich ja doch einiges getan angeblich. Also es sind auch neue Maps da, es sind jetzt insgesamt 17 Maps, was nach einem Jahr knapp eigentlich relativ immer noch wenig sind, aber immerhin besser als 10. Also ja, in einem halben Jahr sind 7 Maps dazugekommen, das ist okay. Aber wäre das im ersten halben Jahr auch so gewesen, dann hätten wir jetzt die 17 Maps, dann hätten 23 Maps. So. Wir spielen die neue Map, Pazifik Sturm heißt sie, glaube ich. Ja, da oben steht's. Und wir spielen mal eine neue Waffe. Und zwar gibt es nämlich als Assault-Soldat ganz neu die M1 Garand. Die kennt man natürlich auch aus Battlefield 1. Da gab's. Nee, gab's die da schon? Nee, die gab's bei WW2. Es ist eine absolute Zweite Weltkriegswaffe. Jetzt ist aber die Frage. Wir gehen einfach mal zu C. Okay, die Map sieht. Alter, das Spiel sieht absolut. Okay, lass uns mal ein bisschen rumcruisen. Kann man mit dem Boot hier fahren? Ja, kann man. Ich möchte nämlich mal zu A. Wie geht das? Perfekt. Boah, das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Oh, was? Ach, Mann. Er hat aber auch ganz schön schlecht geschossen, dafür, dass ich noch im Beiboot war. Ja, komm. Das macht ja keinen Sinn. Und wir sind sogar die Japaner. Wie, ich habe nur einen Squad-Typ hier? Warte mal, das kann jetzt aber nicht sein. Das kann jetzt aber nicht sein. Dann gehe ich mal zu Trupp Ludwig. Ah, bam, so einfach ist das. So. Nee, die sind mir aber irgendwie alle zu weit weg. Ich will wieder bei C spawnen. Das erinnert mich komplett an... Oh, hier sind Gegner. Wo? Mein Gott, wo sind Gegner? Au, 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 au. Scheiße, ich werde sterben. Ich wollte mich eigentlich heilen. Oh, mega leck, habt ihr das gesehen? Also ich hätte irgendwie alles an. Ach Mist, keine Muni mehr. Ah, oh, Mist, die Garand ist zum Erobern halt nicht so geil, ne? Aber das Sterben geht schneller, das finde ich auch gut. Man muss sich echt umgewöhnen bei Battlefield. Ich wollte die ganze Zeit auch doppelt sprinten, ja, wegen COD. Sollte man nicht tun, glaube ich. So, und auch die wird irgendwie eingenommen. Kein Gegner, okay. Ach, wir haben ja gar keine Gegner mehr, sehe ich gerade. Ich habe ihn gekillt, aber ich finde, die M1 Garand ist nicht so meins. Die ist echt nicht so meins. Ich muss auf jeden Fall was anderes spielen. Authentisch, die Boys und Girls, wie die schreien. Also, ich finde das cool, es macht mir Spaß, aber ich brauche eine neue Waffe. Denn es gibt auch für die Sanitäter eine neue Waffe, und zwar die Typ 100, die habe ich mir schon ausgerüstet. Und die kennt man natürlich auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr spawnen, das ist natürlich ein bisschen doof. Ah ja, die Typ 100. Habe ich auch ganz gerne bei WW2 gespielt, also bei COD. Und... Okay.
Brauner Klumpen hat mich getötet. Danke, brauner Klumpen. Sehr nett von dir. Also, unser Team. Ah, guck mal, der macht doch hier Action. Der möchte doch. Der hat doch Bock drauf. Dann spawnen wir mal bei ihm. Bin direkt hinter dir, mein Freund. Das Spiel ist auch sehr langsam. Also, es fühlt sich sehr langsam an. Ich glaube, C können wir. Oh. Ja, hör doch auf. Versuch doch nicht darauf zu schießen, Mensch. Wir holen uns jetzt einfach ganz, ganz easy. Oh, oh, oh. Absolut gute Waffe. Okay, das ist ja schon eher mein Geschmack an Waffe. Ich mag die MS Grand auch, aber ich glaube, ich muss die auf Maps spielen, die ich kenne. So wie Rotterdam oder sowas, ne? Aber ich werde Battlefield eigentlich auch nicht aktiv spielen, also erwartet nicht, dass jetzt wieder jede Woche eine Folge kommt. Ich werde zu jeder neuen Map mal eine Folge machen, aber ich glaube, dann war es das auch tatsächlich. Was ist denn das da? Ist das eine Waffenkiste? Katana? Oha! Oha! Alles klar, let's go. Wir sind jetzt ein Samurai. So. Da muss ich mal ganz kurz meinen Stecker ranschließen. Aber habt ihr gesehen, wie ich ihn niedergeschnetzelt habe? Ach, ich habe meine Schusswaffe aber noch. Ah, lol. Jetzt ist das Katana weg. Ne, da ist es. Oh mein Gott, ist das geil. Zack, 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 zack. Oh nein. Alter, wie die schreien, ey. Das klingt ein bisschen wie in so einem Porno. Ja, die tun mir schon leid. Schießt der da auf uns? Ist der irgendwie dumm? Warum schießen die auf sich gegen? Oh, 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 warte mal. Hier ist Nonny. Ja. Ah, ich hab das siebte Auge, Leute. Ich sehe alles. C ist meine Hut. Boah, ich liebe das, ne? Das ist schon echt geil, muss ich sagen. Jetzt hier in so einem Busch verstecken. Ach, geht gar nicht so richtig, ne? Ja, okay, das wäre auch ein bisschen krass. Finde ich gut, dass sie das so gemacht haben, dass man sich nicht komplett in einem Busch verstecken kann. C ist noch in unserer Hand. Ich würde mal sagen, wir gehen mal. Was ist denn hier? Oh, wieder mega leck. Heftig. Das liegt übrigens nicht an der Elgato dieses Mal oder an meinem PC. Das liegt diesmal am Spiel. Also ich habe, das sind Ingame-Lags, ja. Ach, warum Battlefield gerade wieder so viel Spaß machen, ey. Leute, es gibt viel zu viele Multiplayer-Spiele, echt. Wenn ich jetzt auch Overwatch anfangen würde, was ich eigentlich vorhatte, dann ist komplett Ende wahrscheinlich. An Abwechslung mangelt es, glaube ich, aber nicht, denke ich mal. So viel weiß man. Okay, das war richtig schlecht. Alter, was? Der hat mit der MS Grand geschossen? Uff. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Ich spiele eine Frau, merke ich gerade. Voll geil. Also, pff, wow. Kann man schon wieder aus dem Zusammenhang ziehen, ich weiß. Mach mal weg! Nanda, ja, lass mich durch hier. Ja, lass mich rein hier.
Wisst ihr, was geil wäre, wenn man die Kugel mit dem Katana abblocken könnte? Das wäre richtig sick. Hier ist keiner mehr, ne? Nee. Okay. Ich habe ein bisschen Respekt. Oh Gott. Schon wieder dieser Ingame-Lag. Was soll denn der Scheiß? Das macht so aber keinen Spaß. Wir brauchen jetzt A oder so. Wir haben 3 zu 4. Das ist halt... Auf! Hey, okay, okay. Okay, okay, okay. Es funktioniert, es funktioniert. Nein, Baum fällt. Mein Gott. Die Frage ist, wo sind die ganzen anderen Gegner? Nein! Ich rette dich! Kumpel. Nein, der Panzer. Den habe ich komplett nicht gesehen, ey. Komplett nicht gesehen. Oh mein Gott. Amaterasu. Oh, Dankeschön. Oh. Absoluter Ehrenjapaner. Ich danke dir aufs Ganze. Oder so. Brauchen wir was zum Schmeißen? Wir schaffen das, aua! Ich rette dich! Zusammen sind wir stark, denke ich. Wow! Das war ein Gegner, oh mein Gott! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, die Runde ist vorbei. Ja gut, dass wir gewinnen, war klar, aber... Die Map ist cool, die erinnert mich so ein bisschen an, oh, wie hieß denn die eine Map aus Battlefield 4? Auf jeden Fall diese eine mit, auch mit diesen vielen Inseln. Viele Kills haben wir jetzt nicht gemacht. Ich glaube so 6, 7 Stück. Höchstens 7. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal nachgucken. Aber es zählt auf jeden Fall der erste Eindruck der Map und der ist echt gut. 9 Kills sogar, okay, das wusste ich jetzt nicht. Gibt es hier denn jetzt auch mal einen, der über Level... Ah ja, hier, Level 104, 67. Ah, okay, sind die ganzen... Der ist zum Beispiel neu hier. Okay, krass. Ja, es geht ja, glaube ich, bis Level 500 jetzt. Das habe ich auch noch so mitbekommen. Glaube ich. Und, ja. Was soll ich sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn es eine kurze Folge war, aber kurz und knackig ist besser, als wenn sie zu lang geht, denke ich jetzt mal. Deswegen sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn wir eine neue Map austesten. Ich habe noch ein paar Maps, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Nein, ich möchte jetzt hier keine wöchentlichen Herausforderungen machen. Spiel? Ich bin in der Ladezeit, aber ich kann es gar nicht zeigen. Naja, gut. Okay. Wir sehen uns. Haut drin. Und tschüss.